Wie ich mit den Schwierigkeiten in meinem Unternehmen umgehe, ist, dass ich versuche, die richtigen Leute auf die richtigen Stellen zu setzen, sodass ich auch nicht alles alleine machen muss. Ich versuche, das Rad nicht ständig neu erfinden zu müssen, sondern tausche mich im Netzwerk aus. Ich habe viele Freunde auch im Netzwerk, die selber unternehmerisch tätig sind. Und außerdem versuche ich mit ein bisschen Meditation, Humor und Gelassenheit damit zurechtzukommen, dass eine Idee im Kopf immer wesentlich schneller geboren ist, als dass sie in der Realität umgesetzt werden kann.